Dieser Mann hier, Usayd ibn Hudayr, radiyallahu anhu, ist einer der Ansar. Das heißt, er hatte den Islam in Medina angenommen, der Stadt Medina. Und er hatte den Islam vor Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu, angenommen durch Mus'ab ibn Umayr. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Mus'ab ibn Umayr wurde dorthin geschickt. Und er hatte dann den Islam angenommen vor Sa'd ibn Mu'adh. Und er ist gestorben im Jahr 20 nach der Hijra. Im Jahr 20 nach der Hijra des Gesandten sallallahu alaihi wasallam und wurde von Umar radiyallahu anhu begraben.